Ich möchte dich heute ermutigen. Nochmal. Ich möchte dich heute ermutigen, dran zu bleiben, wenn Türen zu sind. Wenn ich an meinem Weg zurückdenke, dann habe ich immer so die Empfindung, als ob ich einen Weg gehe, wo rechts und links sich in regelmäßigen Abständen Türen befinden. Ganz unterschiedliche Türen. Größere und kleinere, prachtvolle und ganz einfache, zahllose Türen. Und immer wieder einmal denke ich, durch diese Tür würde ich gerne gehen. Oder durch jene Tür würde ich gerne gehen. Und dann gehe ich dahin und schaue mir das an, was sich da an Chancen, an Möglichkeiten, an Weg dahinter wohl verbergen würde. Und ich schaue, ob die Klinke sich runterdrücken lässt, ob die Tür offen ist. Und manches Mal war sie zu. Dann schaue ich, ob ich in meinem Gepäck vielleicht einen Schlüssel habe und im Normalfall finde ich keinen. Gut, dann heißt es zurück auf den Weg und weitergehen. Manchmal war die Tür aber auch offen. Und ich mache sie ein Stückchen auf und schaue hinein, was sich dahinter verbirgt. Und oft ist das durchaus interessant. Manchmal sagt man mir, hier geht's nicht rein. Manchmal drückt man die Tür von innen zu. Und manchmal gehe ich mal ein, zwei Schritte rein und merke, okay, das ist es doch nicht. Und gehe wieder raus, zurück auf meinen Weg. Es gab Situationen, da waren Türen sperrangelweit offen. Ich bin hineingegangen, habe geguckt, ist das was? Und merke, nee, das ist nicht mein Ding. Dann gab es sogar Situationen, da war eine Tür offen und man hat mich gerufen, komm hier herein. Und ich bin hingegangen und in dem Moment, wo ich über die Schwelle treten wollte, schlug mir die Tür zu und ich habe mir eine blutige Nase geholt. Das war eine Tür, die auch nicht für mich bestimmt war. Und wenn ich zurückschaue, gab es zahllose solcher Türen, Möglichkeiten, Chancen, Dinge, auf die ich Hoffnung gesetzt habe, wo ich gesagt habe, das wäre gut, wenn sich das entwickeln würde, die einfach nicht zustande gekommen sind. Und du musst dich immer wieder entscheiden, zurückzugehen auf den Weg und weiterzugehen. Manche Türen waren natürlich auch offen. Durch die bin ich gegangen und bin fröhlich weitergegangen. Und ich glaube, dass das ein Bild ist für unser Leben als Christen. Es gibt zahllose Türen, die nicht für uns bestimmt sind. Und der Herr lässt sie zu. Manche könnten für uns was sein. Und er lässt uns mal reinschauen, aber sagt, das ist nicht für dich. Und manche sind offen und durch die sollen wir gehen. Sei nicht entmutigt, wenn sich Türen schließen. Sei nicht entmutigt, wenn du eine Tür mal vor die Nase kriegst. Sei nicht entmutigt, wenn du gedacht hast, durch diese Tür muss ich gehen. Die sieht so super gut aus. Und die Tür ist dann zu. Und du hast keinen Schlüssel und die Klinke ist nicht zu bewegen. Sei nicht entmutigt, sondern geh wieder zurück auf deinen Weg und geh weiter. Denn ich bin sicher, wenn du weitergehst, wird der Herr dich an die Türen bringen, die für dich bestimmt sind und die sich für dich öffnen. Viele Christen bleiben dann enttäuscht vor den Türen stehen oder setzen sich irgendwo hin oder jammern und klagen und hören auf, vorwärts zu gehen. Das ist der größte Fehler. Du musst weitergehen und sagen, okay, die Tür war es nicht und die Tür auch nicht und die vielleicht auch nicht und vielleicht schon 100 Türen, die ich gerne gehabt hätte, die es nicht waren. Ich gehe weiter und vielleicht ist es die 101. oder die 110. oder die 150. Es ist egal, ich gehe immer weiter mit dem Herrn und ich bin gewiss, es wird die Türen geben, die er für mich öffnet. Vielleicht schon die nächste. Sei nicht jemand, der sich zurückzieht, der sich hinsetzt, der sich hinkauert und der nicht weitergeht. Das ist der größte Fehler. Geh weiter und sei gewiss, der Herr wird Türen für dich öffnen, von denen du jetzt nur träumen kannst. Der Herr wird Möglichkeiten für dich öffnen, die du jetzt noch nicht sehen kannst. Er hat Dinge für dich vorbereitet, in die du hineingehen musst. Vorbereitete Werke, in denen du wandeln kannst, wie es in der Bibel heißt. Ich bin gewiss, geh weiter und du wirst Türen finden, die der Herr für dich bereitet hat. Ich bin gewiss, Gott hat mehr für dich.